Saingan kelayakan Piala Dunia 2016 bakal bersambung awal pagi Sabtu. Skuad Jerman bimbingan Joachim Löw kini memburu kemenangan ketiga berturut-turut apabila berkunjung ke Dublin untuk menentang Ireland dalam saingan kumpulan C. Bercakap kepada wartawan, Löw mengakui tumpuannya kini adalah untuk memperkemaskan barisan pertahanan susulan aksi goyah ketika menentang Austria sebelum ini. Vielleicht Dinge eben nicht so optimal gelaufen sind. Defensive Stabilität, wieder mehr Ordnung auf dem Platz, mehr Struktur im Spiel, mehr Klarheit, mehr eben auch die Position wieder besetzt zu halten. All diese Dinge waren jetzt zwei, drei Tage Thema bei uns in den Sitzungen oder auf dem Trainingsplatz, sodass ich überzeugt bin, dass wir in diesen Bereichen. Jerman kini mengungguli tahta kumpulan C dengan 6 mata lebih 3 mata berbanding Sweden dan Ireland.